Jetzt noch probieren mal. Wir es. Ja, jetzt nächstes. Warte, ich bin noch ja, drin. Ich auch noch nicht. Sagt, wenn ihr bereit seid. Ich hab Dr. Willige bekommen. Sag nochmal Dr. Mario. Nein. Da hast du mein Ground. Ich komm nicht weiter mit Charakteren, die nicht Carol sind. Seid ihr bereit? Ich nehme jetzt mal den zensiert, weil Monetarisierung. Den zensiert, weil sonst Community Strike. Ach, den Kong! Sehr gut. Ich bin bereit. Also, du auch nur? Ja. 3, 2, 1, los! Soos. Darf ich anmerken, dass ich mit meinen Fingern gerade beim Zählen erst 2, dann einen und dann 3 hochgehoben habe? Fragt nicht warum, ich weiß es nämlich nicht. Alter, ich hab den CPU gehardreadet. Auf Deutsch, ich hab eine halbe Stunde Upsmash gespammt und gewartet, bis gecharged und gewartet, bis er reinspringt. Genau. Und jetzt habe ich ihn ungefähr 7 oder 8 Mal gedownert. Alter, ich bin so sick. Die Zuschauer sehen das hier gerade. Ich bin der beste Spieler. So, mal gucken. Vielleicht kämpft dieses Mal weg in Runde 1. Also, Mike Quattrus, du kannst bestätigen, dass er sehr gut ist. Okay, ich bin schon mal mit. Ja, wir sind alle im selben. Ja, ich bin mit. Wir sind wieder. Waren sie wie immer auf dem gleichen. Ja, diesen DDD habe ich in den letzten Tagen auch 58 Mal getroffen. Es kann sein, dass ja die Seite, auf der man ist, nach der Zeit dann bestimmt wird. Auch deswegen, weil wir immer so ungefähr. Ja, ich glaube ein bisschen. Ja, und ich glaube, die Sortierung hängt auch ein bisschen von GSP ab, habe ich öfter das Gefühl. Andererseits sind die Runde 1 Spieler eigentlich immer kacke, dieser Lucario auch. Ich kämpfe gegen PK Fire. Ich lieg gerade, Ich kämpfe gegen Neutral B, Spike Ball von, Warum habe ich hier nicht K-Rage? Ich möchte das deflecken. Ich lege nach 14 Sekunden mit 1:0 Stocks vorne und habe noch keinen Schaden genommen. Ich habe 100%, weil der PK Fire spammt. Doggy Kong so fett ist. Komm, ich will ihn JV. Ich will ihn JV zu freestocken. Nein, ich hab Schaden genommen. Nein. Den letzten Quajutsu habe ich ge-JV freestockt, den ich hatte. Nein, freestockt, wenn man maximal 2 hat. Ge-JV freestockt, heißt auf Deutsch noch 2 Stocks übrig und 0%. Achso. Oh fuck, der hat mich auf 50 mit dem F-Smash gekillt, weil es Quajutsu ist. Ich hab gewonnen. Ich kämpfe gegen den nervigsten Ness aller Zeiten. Also jeder Ness. Ja. Ich bin einfach auf von der Respawn-Plattform direkt mit Down-Air gedroppt und hab's in eine Up-Air gekombot. So. Dann strengt euch mal an, ich bin weiter und hab keinen Bock im Halbfinale wieder gegen Christian rauszufliegen. Guck dir mal gleich PK Fire an, wenn du willst. Ja, wenn ich dann halt raus bin. Verlierst du? Also er liegt vorne wegen seinem PK Fire, aber er schafft es nicht, einen Angriff zu machen, der tatsächlich Rückstoß macht. Ich glaube, ab ungefähr 400% kann PK Fire töten. Ja, davon bin ich zum Glück. Ja, ich irre. Mit der Abwehr. Ich habe geerdodged. Ich hasse Pflanzen. Ich finde das Matchup eigentlich saugner. Ich liebe es, gegen Pflanze zu spielen, tatsächlich. Ja, das Matchup mit aber nur mit Pflanze ist eigentlich auch so unglaublich gut. Aber ich war zu bescheuert. Ich will gegen den DDD campen, Runde 2. Da ich hab Bock. Tetris-Blöcke bekommen. Ach, bist du raus? Ja. Wow. Das, ich auch. Was? Ihr seid beide raus? Ich hab mich damit getötet. Ihr seid beide raus? Ja, ich habe es geschafft. Ihr seid Enttäuschungen! Dann muss ich das Turnier jetzt wohl gewinnen. Ich hoffe, ich darf. Das wäre froh, dann sehe ich mich nicht im Halbfinale. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne, darf ich einen von euch rächen, weiß nur nicht wen. Am besten mich, dann kannst du gegen nervigen Ness spielen. Digga, ich drück dann Down-B. Ja. Ich würde viel lieber gegen Pflanze spielen, aber irgendwie glaube ich das nicht. Wenn ich hier jetzt K-Rule, dann könnte ich das die ganze Zeit deflecken, aber jetzt natürlich habe ich Donkey Kong. Ja. Ich schau mir den, ich schau mir das Monetarisierungskong an. Alter, die Leute sind verwirrt. ich bin gerade dabei, den ziemlich auseinanderzunehmen.
Ich lieg jetzt wieder 1 zu 0 Stocks vorne, hab 24 Damage genommen. Ich vergesse irgendwie immer, dass Pit mehrere Jumps hat. Das ist Pit Smash Guard. Ah, das geht, weil ist halt eigentlich. Er hat nicht viel, was er machen kann. Aber vor allem on stage. Der hat 10 Stunden nur Peak and Fire gemacht und wusste nicht, was er danach machen sollte. Das ist so ein richtiger Toxic. Oh fuck! Am Ende, als ich über 100% war, da auch die ganze Zeit irgendwie versucht, Rückschluss zu machen. Irgendwie versucht, irgendwas mit, was mich ja tatsächlich töten kann, zu machen, bis er dann endlich einen Abwehr getroffen hat. Wir haben gerade den Triple Reflektor gemacht, der mich ziemlich zerstört hat. Oh. Aber ich hab gewonnen. In dem Moment. In dem Moment habe ich gewonnen. So. Ja, da finde ich nicht so toll. Tut mir wirklich leid. Kennt ihr das? Nein. Das ist ein gutes Lied. Oh komm, ich will jetzt gewinnen und dann gegen Zelda im Finale. Da habe ich gerade Bock drauf. Komm, jetzt gegen Ness, dann gegen Zelda. Das wäre doch geil. Okay, wär's echt, weil das mit einbezieht wieder, dass ich Ness besiege. Also, jetzt warte ich erstmal ein bisschen. Ich find's auch toll, wie ich Grinter die ganze Zeit rasiere, aber ich schaffe es nicht, eine extrem schlechte Pflanze zu besiegen. Ich hab gerade im Hintergrund einen behinderten Fortnite-Tanz, der kein Fortnite-Tanz war, gemacht, weil ich autistisch bin. Depp. Hat man sie in der Facecam gesehen? Ich hab keine Facecam. Ah ja. Du musst immer noch das Foto von deinem Setup schicken. Ja, geht nicht. Ich nehme ja mit dem Handy gerade auf, mit dem ich es geschossen habe. Ja, hol ein anderes Handy. Ich hab nur eins. Warte, ich mach's mit meiner Handyhülle. Alter, krass. Also ich hab zwei Handys, aber eins davon ist kaputt und geht nicht mehr an. Es macht kein Foto, das Scheißteil. Mach doch ein Foto mit deinem DSi. Mach doch mal Foto von mir. Mit 3DS. Mein 3DS liegt hier gerade. Scheiße, die nächste Runde beginnt. Pflanze ist weiter. Was ist da? Ne, kannst du schon mal... Entweder muss ich glaube, ich muss entweder während dem Turnier oder während dem nächsten dann AFK, weil ich esse. Bruh. Naja, macht eh nix. Du fliegst ja eh immer Runde 1 raus. Ich hab die Wohnung vom Lepokario an und man merkt schon, dass er ein guter Spieler ist, wenn er am Anfang nichts macht und ein Carry, der auf einen Zudash einfach so den Hit nimmt. Ich weiß. Irgendwie voll viele rechnen damit nicht. Nur halt so... Lepokario hat da auch noch Konter. So. Kann man es ja noch einfacher abwehren. Piranha-Pflanze jetzt aber. Ich rechne immer damit, dass Leute random auf mich zu... stürmen, weil Leute sind halt behindert. Das ist eine schöne Weisheit. Leute sind halt behindert. Boah, der nervt mich jetzt schon. Das ist eine Piranha-Pflanze. Was erwartest du? Wie gesagt, ich mag das Matchup eigentlich. Aber der spielt auf dem Next Level eklig wieder. Hör auf zu downbeen! Die Hälfte des Matchup-Chart einfach runtergeht. Alter, ich bin auf 69% und hab einen Stock gezogen. Das ist ein Zeichen des Kommunismus. Krass. Ich bin nicht mehr auf 69%. Scheiße. Wie hat mich das getroffen? Das war ja mal so ein Bullshit. Ja, so ungefähr bin ich auch gestorben. Der spammt halt echt nur Down B und Neutral B. Ja, Pflanze halt. Ich glaube, er stirbt jeden Moment. Ah, knapp. Was ist? Er ist Last Stock, ich bin noch auf dem ersten. Ich lieg ein gutes Stück vorne. Er ist auf Killprozenten. Ah, knapp daneben. Ich hätte gerade fast einen tollen Kill geholt. Ich hab ihn gekontert und gewonnen. Bist du schnell eben gerade hat alles gesagt. Ich hab dich gerecht, Christian. Bist du jetzt stolz auf mir? Ich bin stolz. Aber ich bin erst stolz auf. Wisst ihr, was der gesagt hat, der Pflanzenspieler? Wisst ihr, was der gesagt hat?
Glück gehabt. Oh, gegen Terry im Finale. Viel lieber als Zelda. Der Power Dog. Ja! Das ist einfach nur, das ist einfach die einzige Mutual. Terry kann man halt gut edgeguarden. Terry kann man halt gut edgeguarden, das mag ich. Terry ist so einer der wenigen Harrys, die tatsächlich gute Edgeguards haben. Und tief gehen können. Tiefer. Ich wollte gerade sagen, willst du die Wortwahl vielleicht nochmal überdenken? Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Wisst ihr, was das für ein Terry ist? Der macht den Power Dunk ohne Jab Jab. Alter, das geht doch nicht. Wie hat mich der Down Tilt getroffen? Ich war in der Luft über ihm. Der Terry hat halt so viel Skill, dass er halt den Jab Jab nicht braucht. Weißt du? Krass, ich verliere auch. Oh. Oh, ich hab die Rolle so gelesen! Ich hab gestern nochmal in Quickplay gespielt. Das war irgendwie die Invasion von Robs und Kens. Ich hab jeder zweite Spieler war Ken oder Rob. Willst du mich verarschen? Als ob mich das gehittet hat. Dummer Arschkeks, ja, ich verliere. Digga, der hat mich mit einem Angriff getroffen und eine 60%-Kombo draus geholt. Ja, Terry-Kombo ist einfach so unglaublich einfach, finde ich. Das sind sie, glaube ich, auch. Wie? Ich habe geschildet und er hat mich gepowerdunkt und meteort. Was? Was zum Fick? Powerdunk kann Meteor machen? Ja, und das ist das Schlimme. Der hat damit beide Stocks geholt. Stocks. Was ein Hurensohn. Okay, noch eins. Ja, also ich, sowieso. Alter, ich bekomme okay. Captain K-Rule. Ups, das habe ich aus Versehen eingedrückt. Egal. Also, egal. Ich mach dann einen Countdown wieder. Ja. Seid ihr bereit? Ja, ich bin noch nicht. Nein. Ich dabbe hinter der Kamera. Dab on the haters. Dab man when the haters dab back. Schaut euch das Spiel auf Steam an, das ist ein gutes Spiel. Hashtag not sponsored. Super, seid ihr jetzt bereit? Ja. Ja, ich glaube, ich hab schon gedrückt. Ups. Och, kick rein. Okay. Das sollen wir jetzt auch? Ja, wenn ich rein sag, dann heißt das rein. okay. Das ist notiert, ich weiß. Was? Was hab ich da gerade? Ich stand auf einer Plattform und hab den K-Rule, der unterhalb der Plattform stand, mit Down-Tilt geburied. Hä? Hier beim Computer, was zum Fick? Wie hat das geklappt? So, Turnier geht los. Ich hab den Computer gebetet, indem ich 10 Stunden lang F-Smash aufgeladen habe. Alter, Riesenturnier. Ihr seid in der ersten Runde gegeneinander. Und ich bin auf der anderen Seite. Wir könnten im Finale aufeinander treffen, wenn wir... Oh Gott. Joker Runde 1. Ich spiele Runde 1 gegen Christian. Wer wird da wohl gewinnen? Deine Mutter. Ja, du weißt nicht. Ich mache auch manchmal dummes Zeug, weil ich gegen dich spiele. Warum hat es geklappt, direkt Run-Up und Grab zu machen? Ach ja, der Idiot macht ja immer gerne mit Reaktoraras. Der Joker ist schlecht. Weil du auch sogar reinfällst. Ja. Der Joker ist bad, Spoiler. Er spammt Side B, Hilfe. Und Counter. Oh. Easy. Kannst du jetzt mal sterben? Ja, jetzt hast du gestorben. Dieser scheiß Joker weigert sich gerade zu sterben. So, danke.
Du hast nicht das Recht, bis 160 zu leben, du bist fucking Joker. Ah, ich wollte einen Counter-Read machen. Ja, hat er auch gesagt. Scheiße. Das war so. Aber das war nicht so. Nein, nicht. Ja, alle schnell nicht sagen. Der Typ spammt nur Side-B, verpiss dich. Nur macht der mal Down-B. Ja, das ist super. Das kann man auch gar nicht punishen. Das ist eine der punishbarsten Attacken im Game. Ich will den Turnier verlassen, egal, mach Quickplay in der Zeit. Ja. Gleich wieder da. Vielleicht der Kacke-Speicher auf Kabel. Super. Ach, da ist der DDD, gegen den Christian vorhin verloren hat unten. Aber nee, in dem Turnier, da gehe ich noch nicht. Gehe ich noch nicht. Weil hier haben wir die Möglichkeit, im Finale zu sein. Da rechts ist, wie gesagt, der DDD, gegen den du schon im Finale verloren hast. Oh, lol. Vielleicht komme ich im Halbfinale gegen ihn. Ich habe jetzt gar keinen Bock auf... Oh Gott, was ist denn das? Wenn ich jetzt das Duell gewinne, kämpfe ich gegen Ness, Quajutsu, Lukas oder Captain Falcon. Boah. Gute Auswahl. Oh. Wenn, dann will ich auf jeden Fall Falcon. Ist dieser Quajutsu nicht der, der die ganze Zeit Beagles Blend hat? Keine Ahnung, glaub nicht. Also ich kämpfe entweder gegen Marv oder Donkey Kong. Ich hoffe auf Donkey Kong. Oh, fände ich beide nicht so schlimm. Ich hätte es letztendlich bekommen. Ich hätte halt gar keinen Bock jetzt auf Wolf. Ich bin so schlecht gegen Wolf und das Matchup ist sowieso kacke. Ich meine, ich spiele auch Kang. Ich habe keine Ahnung, was man mit Wolf macht, aber ich habe keine Ahnung, warum der Wolf halt hier ist, ehrlich gesagt. Oh, der kann schon echt krasse Scheiße machen. Also die einzigen Wolfs, gegen die ich bisher online gespielt habe, haben die ganze Zeit gespammt. Na, Neutral B ist häufiger. Ja. Super, ich spiele gegen Wolf. Überraschung. Ich spiele gegen Wolf und wenn ich gewinne, gegen Ness oder Lukas. Also ich spiele gegen Mario Feller, das weiß ich nicht. Ich glaube Bowser oder wer anders. Mein Kampf startet nicht, Hilfe. Jetzt. Au. Ich mache gerade dumme Scheiße. Ich hoffe, der Typ ist nicht so gut gegen guten Wolf, verkack ich komplett. Oh, ich spiele gegen Mega Man. Yay! Ich verkacke gerade komplett, weil ich die ganze Zeit aus Versehen immer Scheiße mache. Ich wollte instant seine Neutral B mit Down B predicten. Das Problem ist, er hat sogar eine gemacht. Ich habe nur das Timing verkackt. Nein! Ich hatte den Read. Was ist das Read? Ja, ich hatte das Read. Warum machst du Side-B im Neutral? Das ergibt keinen Sinn, du Keck! Ach, er hatte keinen Bock in meinen F-Smash zu get up attacken. So, first stock. Ups. Das sollte ein Down-Tip, kein Up-Down-Smash sein. Down-Smash! Ich möchte eine Option haben, die einfach dir von A die Smash-Attacken wegmachen, weil ich benutze es in diesem neuen Stick. Ich benutze nur A. So. Ich benutze es auch nur aus Versehen. Ich habe gerade den Wolf auf 40% mit Down Smash an der Ledge getötet. Ich spiele einen tollen Charakter. Ich glaube, das gab es auch nur wegen der Refamping seitlich, weil die ja keinen zweiten Stick hat. Also, Ness oder Lukas, ich will keinen von beiden. Christian, du hast Bowser oder Young Link? Ich geh jetzt essen. Wenn du gewinnst, ja, verpiss dich. Ja, der Marv ist maximal nervig. Yay, spammt er einfach nur Aerials? Ich kann nicht beschreiben, was er macht. Du müsstest selber gegen ihn kämpfen. Will ich aber nicht. Andererseits doch, ich würde ihn gegen Ness und Lukas tauschen. Das ist so ein so manchmal Counter-Spammer halt. Ja, das ist easy einfach grabben.
Cable hat fucking gute Gier. Ja, hat noch mehr Schachtelner Scheiße, die ihr vielleicht behindert bin, sie zu lesen irgendwie. Vielleicht Cable hat inzwischen echt saugute Flaws. Und Crash vs. Grab ist halt echt nicht gut. Carol hat Killthrow mit Backthrow, der ist inzwischen saustrong. Ich glaube, das ist einer der 10 stärksten im Game inzwischen. Schon krass. Irgendwie Downthrow kann gute Scheiße machen, Upthrow kann man was mitmachen, Forwardthrow ja, kann man was mitmachen. Ja, ich hab verkackt. Ich bin gleich wieder da. Du bist raus? Ja. Uff. Ich lasse mal. Und Lucina. Ja, aber wer tut das nicht? Oh, du hättest sogar gegen Bowser gekonnt. Vielleicht spiel ich gegen den DDD, den du vorhin hattest. Bis gleich. Tschö. Also, das heißt, ich bin jetzt für einen Moment anscheinend alleine hier. Yay. Gegen Lukas. Spaß auf Spaß. Ich spiele irgendwie immer auf der Stage gegen Lukas. Kann das sein? Merkt man, dass ich weiß, was ich von dem zu erwarten habe? Ich habe ihn outplayed. Habt ihr gesehen, wie hart ich den First Stock outplayed habe? Och, als ob. Ah, ich dachte, es trifft offstage. Wie hat das geklappt? Ich mache komische Dinge gegen einen Lukas und es funktioniert. Weißt du, was für komische Sachen mit Lukas? Ja, Dinge, die du nicht wissen willst. Sekunde, ich will ihn damit töten, dass ich einen PK Fire Konter. Ich habe eine Forward Air gekontert und er ist gestorben. Super. Ich möchte mal das Mesh performen und Quatschels dagegen in Nesbin sehen. Ich möchte mal schauen, ob das eine Zeit wie Sperma ist. So, ich komme jetzt vielleicht gegen den DDD, der dich vorhin rausgehauen hat. Hoffentlich, ich habe keinen Bock auf Sonic. Ja, es ist der Zeit wie Sperma. Echt? Ja, er hat einen Kampf mit Zeit wie begonnen, wer auch immer das macht. Jeder Quadjutsu gefühlt. Das ist ja das Problem. Man macht einen Shuriken, verdammt. Ja, aber nur wenn man Ahnung vom Charakter hat. Und wir sind hier im Online-Mode. Ja, man muss ja nicht mal so gut sein, um zu verstehen, dass Shuriken am Anfang eine gute Idee ist. Joa. Und wenn der Gegner einen Reflektor hat, dann ist keine gute Idee. Warum machst du es dann immer gegen mich? Ja, weil es behindert ist, es zu kontern. Ich habe letztes Mal überlegt, es zu kontern, aber ich habe mir da gedacht, dass du es wahrscheinlich diesmal nicht machen wirst, weil du prediktest, dass ich es konter. Ich predikte einfach, dass du behindert bist. Und deswegen habe ich... Side B war ja für mich auch nicht unbedingt schlecht, nur dass du davon nicht getroffen wurdest. Hat mich abgefuckt. Ich weiß immer noch nicht, wie die war in dir drin. Also der Quadjutsu ist so ein typischer Anfänger, der keine Ahnung hat und Quadjutsu spielt. Ja, die brauchen ganz schön lang, gerade vermutlich beim Banjo gegen Peach Match. Oder Sonic liegt 2% vorne und will jetzt outcampen. Ja. Andererseits bringt das hier im Modus nichts. Da muss man ja einen Stock vorne liegen, sonst ist Sudden Death. Ich weiß noch einmal, wo ich gegen den Little Mac gespielt habe und wir genau gleichzeitig gestorben sind. Das war toll. In dem Turnier. Ja, es ist schon eine ganze Weile her. Wir sind gleichzeitig gestorben. Er hat mich das ganze Game outplayed. Wir sind irgendwie gleichzeitig gestorben und ich habe ihn dann in Sudden Death mit Sidebee getötet. Ich glaube, der war pissed. Irgendwie jeder Anfänger Quatschus und macht das gleiche. Ach, fucking Sonic! Ich kann nicht rechnen. Ich kann nicht gegen DDD spielen. Ich will gegen DDD spielen. Und nicht dagegen. Ich finde es immer witzig, wenn Quadjutsu versuchen, Grab-Combos zu machen. Ja.
Grab Down Throw into F Smash True Combo. Ja, vor allem. Irgendwelche Tipps gegen Sonic? Trag ein Kondom, ansonsten bekommst du AIDS. Ach so. Das ist ja schon mal ein guter Tipp. Das meine ich im Real Life als auch in Smash. Ich glaube, Sonic begegne ich im Real Life tatsächlich nicht. Diskussion 2000. Spoiler. Er spammt Neutral B. Er hat eine tolle Rolle gemacht. Ich lieg haushoch vorne wegen Down Smash. Warum versuche ich eigentlich vor dem wegzurennen? Das ist Sonic. Komm auf Stage. Ich versuche meistens andere Charaktere wie Quajutsu zu spielen. Das kommt mir also leider nicht so gut. Der will mich mit abbiegimpen. Wie hat dem seine scheiß Side-B meine Side-B besiegt? Manchmal kann Quajutsu so ein aufgeladenes Shuriken die Kanonenkugel von K.U. einfach so klären. Ja, und das ist dumm. Kannst du bitte aufhören, Neutral Beat zu benutzen? Oh, stimmt, du bist Sonic. Ich glaube aber, ich gewinne. Du liegst sehr weit vorne. Und er ist tot. Alter, K.U. Backthrow tötet auf 90 an der Ledge. Quajutsu hat nur zwei Hill-Throws. Der Forward-Throw tötet so ab 120 und Up-Throw erst so ab 170. Forward-Throw tötet? Ja, in der Ledge. Vielleicht kämpfe ich gegen den... Ich kämpfe gegen Peach. Nicht gegen den Marv. Scheiße, ich hasse Peach. Ich bin so überfordert, wenn ich gegen eine gute Peach kämpfe. Ich auch. Und das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, Peach ist einer der Charaktere, wo die meisten Spieler, die es online spielen, wirklich gut sind. Und das merke ich auch, weil das hier schon Finale ist. Ja, der parried auch direkt meinen ersten Move, gönnt mir eine 50-Schaden-Kombo. Das Tolle ist, was macht man mit Carol offstage, wenn Peach einfach Turnips nach unten wirft? Exakt. Wenn ich so gegen Peach eine gute Peach kämpfe, denke ich mir so, oh mein Gott, was ist geschehen? Ja, Digga, ich bin tot und hab 20 Schaden gemacht bisher. Also erster Stock tot. Oh Gott, der wollte mich kombon. Mama, Karma. Das Problem ist, dass gegen Peach auch Random Down Smash nicht hilft, weil die immer so ein bisschen schwebt. Ich verliere das Haus hoch. Wie hat mich das getroffen? Aber es gibt auch was Gutes, weil Peach ist schwer zu spielen. Also. Wo war mein Jump, Alter? Ich konnte eine halbe Stunde nicht jumpen. Ich wäre fast daran gestorben. So, Get Up Attack Predict. Ich liege aber 100% hinten. Das wird schwierig. Ich bin offstage. Ich werde sterben. Ich hab gerade das Match mit dir gegen den Sonic angeschaut. Ja, ich bin raus. Ich bin offstage und werde jetzt so lange neutral beat. Oh, ich hab getaggt. Und bin direkt tot. Aber wenn ich wieder onstage bin, yay. Es ist so dumm, Digga! Ich kann halt offstage nichts machen, das ist das Dumme.
Ich habe jetzt zweimal in Folge das Finale verloren. Kann das sein? Es ist immer so. Ja. Ich verliere immer das Finale. So, nächster Try. Mach doch mal Comeback kommen. Na, wie gesagt, ich komme online mit niemandem, der nicht Carol ist, weiter. Ich verliere ja so im Finale schon immer. Hm? Bist du soweit? Ja. Ich will eigentlich einen Countdown machen, aber egal. Ist doch egal, wir waren bisher immer in einem Turnier zusammen. Ja, das stimmt. Aber ich habe gerade sowas Tolles gemacht wie Dash It Attack Up-Air mit einem Forward-Air. Natürlich True Combo. Ich mache jetzt auch eine krasse True Combo. 2,5 Stunden F-Smash chargen. Oh wow, er ist nicht drauf reingefallen, der Computer. Jetzt wieder 2,5 Stunden F-Smash chargen into Back Air, into noch eine Back Air, into Down Air, Down Air, Down Air, Down Air, Down Air, Down Air, F-Smash. Das war definitiv true. Ja, ich glaube auch. Also. Vor allem der Teil mit den Down Airs. Oh Gott, der Peach-Spieler von gerade ist wieder da und wir sind im selben. Ja, oh, ich darf gegen nach. Schon wieder Joker Runde 1! Also, hier ist sehr viel AIDS, es ist zu wenig Handys hier. Bayonetta danach wäre auch ran. Bayonetta ist immer noch so ein Charakter. Die drückt irgendwas, ich bin tot und ich weiß nicht, was geschehen ist. Ja. Run-Up-Grab. Gegen Joker funktioniert Run-Up-Grab viel zu gut, weil die alle direkt mit ihrer Down-B der Dash-Attack abfangen wollen. Okay, der Mario kann nix. Joker ist, naja. Oh, der Spam-Counter. Natürlich Spam-Counter. Das ist so dumm. Digga, ich bin nicht mal in deiner Nähe. Du musst nicht kontern. So, jetzt. Ja, aber du kannst ja einen Angriff machen, weißt du? Ja, aber selbst wenn, aus der Position wird er nicht treffen. Der Mario will out of shield einfach eine Angriff näher. Joker hat auf 0 SD. Mit Down Smash punishen, obwohl ich nicht mehr das Schild getroffen habe. Ich bin weiter. Joker hat auf 0 SD. Es war ein Wissenschaftler. Und jetzt auch Ridley oder Bayonetta. Ridley ist so eins meiner Lieblings-Matchups irgendwie in dem Game. Das war ja Hälfte der Spieler so. Hälfte der Charaktere. Ja, Ridley ist halt einfach richtig Kombo-Futter. Donkey Kong ist auch cool, aber... Ridley Up Smash funktioniert irgendwie von so 90 bis 130 einfach. Das wegen der riesigen Hitbox. Ach so, du meinst, wenn man das mit Quajutsu auf Ridley macht. Ich dachte, du meinst, ja. Ich dachte, du meinst, Ridley kann da Down Tilt into Up Smash komboen. Das wäre mir neu gewesen. Uff. Das wäre ja was ganz Neues. Der Mario ist gerade auf 179. Ein leeres Sweet Spot würde töten. Ja, dann töt ihn halt mal. Nee. Doch. Oh. Ich gehe in Rente. Okay. Der Mario auch. Wir sehen uns in der Hölle, die Lutscher. Ach, ich sehe gerade, hast du eigentlich Bock auf dein nächstes Match? Ich weiß, was da jetzt sein wird. Sonic oder Pikachu? Geil, ne? Ja. Und der Pokémon-Trainer da drüben hat auch einen tollen Namen. Just Win. Komm, Ridley, streng dich an! Also, ich hab gewonnen, jedenfalls. Ridley, fick dich! Oh nein, Sonic. Und die Peach von gerade eben ist auch wieder weiter. Ich glaube, Pikachu wäre mir lieber gewesen. Mir wäre auf jeden Fall. Oh fuck, mein Akku ist low. Auf dem Handy. Aha. Das ist auf jeden Fall das letzte Turnier. Zumindest während Aufnahme. Was ist?
was du halt aufnimmst. Ja. Bayonetta drückt nur Neutral B. Und hat auf 0 Estid! Was zum Fick? Ich hab sie von der Stage gebackflown und sie drückt Down Air! Wollte nämlich gerade mit einem Down Smash Edge garden und hat. Und oh, war nein, dabei. Sorry, was war das? Bayonetta hat nichts gemacht! Das war das dümmste Battle heute bisher. Sie drückt erst eine halbe Stunde lang Neutral B und danach gar nichts mehr. Moin, Noah. Wir sind gerade im letzten Turnier. Wir sind im letzten Turnier der Aufnahme, nachdem ich zweimal in Folge im Finale verloren habe. Gegen diese scheiß Peach, die gerade schon wieder drin ist. Oh, ach, denk ich an, Christian. Dann haben wir das letzte Match gegeneinander in der Aufnahme hier. Mein letztes Match zumindest. Das ist Sonic. Das wird eine Weile jetzt dauern. Ja, das weiß ich. Digga, gegen Sonic brauch sogar ich 2 Minuten. Brauch jetzt nur ein Daunted. Gib mir ein Daunted. Ich brauch keinen Daunted. Ich hoffe halt so, dass mein Handy jetzt nicht ausgeht, aber irgendwie glaube ich. Ich habe den bekommen, aber das war auch verkackt. Komm, beeil dich, damit wir wenigstens unser Match noch drauf haben. Geht dann der Handy-Akku leer? Ja, deswegen höre ich mal aufnehmen gleich auf. Nehmen, hahaha. Machst du denn noch weitere Kämpfe? Kann sein, ja. Ja, das geht. Krass. Wahrscheinlich war der letzte Kampf, oder? Ich schätze es. Hör doch mit dem 3DS weiter auf. Genau. Boah, können die jetzt alle mal fertig werden? Ich sag auch dann. Dann muss ich jetzt nur noch kämpfen. Ach so, das war erst der First Stock. Ja. Digga, ich bin seit einer halben Stunde fertig. Du sagst, er ist Diet und dann stellt sich raus, das war noch nicht mal der zweite Stock. Gegen Camper, die ohne Projektile campen, dauert halt. Bayonetta hat auch gecampt. Ah, jetzt Quick Play. Auf der Stelle. Ich kämpfe gegen jemanden mit, der Cable spielt mit Batuzzo-Profilbild. Was ist das heute? ich glaube. Okay, jetzt habe ich meinen ersten Song verloren. Ich glaube, es langweilen sich auch schon die anderen. Könnt ihr euch mal beeilen? Vor allem mein Handy geht leer! Das Scheiße, dass mein Turnier nicht. Ich habe keine Angst vor Kanten-Spammen kann. Abgebrochen und neu gestartet, zur Sicherheit, dass zumindest bis zu der Stelle das drauf ist. Also nach dem Turnier mache ich gleich kurz Pause, esse was und irgendwie in einer halben Stunde oder so bin ich dann wieder da. Ja, das geht. 37 Sekunden übrig. Applaus. Endlich. Da drüben Donkey Kong gegen Peach und ich flieg dann mal wieder nach raus. In der Zeit gibt's ja Sun Death informieren, ja. Oder? Ja. Ja. Was passiert eigentlich? Gut. Sag ich doch, ich hatte nach 30 Sekunden gewonnen. Ja, ich hatte nach 3 Minuten 30 gewonnen. Und er hat zweimal Sieg. Wie gesagt, Bayonetta hat nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, was man mit Bayonetta machen soll, außer Side Smash. Och ja, genau, dieses Mal macht er es nicht. Okay, der Carol, gegen den ich spiele, will die ganze Zeit die Krone spammen, aber er versteht nicht, dass man die Krone nicht werfen kann, wenn ich sie aufgehoben habe. Komm, 82% sind das Ziel. Oh, 80? Ja, 92.
Range vom F, vom R ist einfach so krass. Ich bin krass, Diggi. Ja, bin tot. Aber ich hab mehr Schaden. Ja. Alter, ich hab einen Stock gezogen. Ach, dann wirst du jetzt mal im Finale gegen Alter. Nein, Halbfinale. Oh, ich spiele gegen Olimar. Ich habe so vergessen, dass hier keine existiert. Das tue ich auch immer. Warum kommt mein Input nicht raus? Komm schon. Schade. Nein, so close! Da ist nicht so bei diesem Headbomb gerade töten können. Ist noch ein spannendes Match. Ja! BG! Ich gewinne noch eins gegen dich, easy. Ja, easy, auf jeden Fall. Sag ich, als ich eins von drei Matches gewinne. Weil mega close halt. Ich hätte ja einen Downtail gebraucht. Fucking Rematch gegen Peach. Richtig Bock. Na, viel Spaß. Komm, ich verliere nochmal im Finale. Wäre schön. Aber ich habe einmal gegen dich gewonnen. Das reicht mir fürs Erste. Ja, ist echt stolz auf dich. Ja, ich nicht. Peach ist auf 60, ich bin auf 0. Peach hat mich einmal getroffen. Ich bin auf 32 sogar nur. Wow, ich dachte, ich wäre jetzt auf 80. Wir waren halt wirklich jedes einzelne Mal im gleichen Turnier, ne? Ich bin offstage, das heißt, ich bin vermutlich tot. Ich bin auch nicht tot. Oh, Peach wäre fast gestorben, aber leider nicht ganz. Oh, ich liege in Führung. Ah, okay, ich bin gerade auf der YouTube-Startseite, während den Gegner gesucht wird. Und hier ist auf das erste Video, was mir empfohlen wird, ist Morgen Ast auf Spanisch. Von irgendeinem spanischen YouTuber. Ah, ja. Bin ich der Einzige, dem es Angst macht, wenn Peach sich bewegt? Oh mein Gott, nein. Wie kann man beim Kampf aufgeben? Gar nicht. Ja. Ich kämpfe gerade bei Quickplay gegen jemanden auf einer Scrolling Stage mit allen Items und KP. Das ist das Schlechteste, was im Smash möglich ist. Es ist übel close, ich könnte gewinnen. Wenn ich nicht sowas mache. Oh Gott, wir traden Hits. So KP und Items. Ich glaube, dieser Typ Nein. kann in den Elite Smash kommen, weil niemand Bock auf sein Ruleset hat, wenn er das ausgewählt wird. Ja, so sind wir vier wahrscheinlich in den Elite Smash gelangt. Boah, der Preferred Ruleset wäre das so alt. Da hätte man sowas wie im zweiten Kampf. Mit oh mein Gott! Kampf. Es ist so close! Es ist so close! Na schön, Beilef. Ich hatte gerade schon den Killscreen, dass ich sterbe, habe aber überlebt. Ja! Hast du den Ground? 167%! Gewonnen! So, wie gesagt, das war's dann fürs Video. Das L steht für Comeback. Genau, das L. Also, ich bin dann hier fertig. Tschö, ich komm vielleicht später nochmal. Die Nerdpause.